Jo, moin moin und herzlich willkommen zum Gold Rush Stream. Nach der gestrigen 13-Unzen-Pleite bleibt uns nichts anderes über, als fleißig weiterzuschütten. Wo ist denn der Eimer? Und zu sehen, dass wir irgendwie diese Misere rauskommen. Und wie gesagt, erst verkaufen, wenn die Pacht bezahlt ist, nach 1 Uhr nachts. Ansonsten machen wir ja nichts. Wir sind aber um eine Erfahrung reicher. Jetzt der Sandkasten noch ausreicht, ist eine andere Frage. Und der Eimer ist voll. Ja, sollten wir zusehen. So schnell wie möglich die mobile Waschanlage kaufen, danach den Kredit abzahlen und dann über einen neuen Kredit den Bagger finanzieren, ohne wieder ins Minus zu stürzen, damit wir hier aus diesem Loch rauskommen. Aber das kriegen wir hin. Und die Eimer füllen sich relativ schnell. Ich sehe meinen Fadenkreuz nicht. Da ist es. Schon fast die nächsten 100%. Da ist der nächste voll. Niederbar und Tiefschlag. Und außerdem waren das ja keine 2000 Miese, sondern fast 3000. Wenn wir vom Glück reden, dass wir überhaupt noch was überbehalten haben.
Ja, und wenn wir auf dem großen Platz sind, müssen wir so schnell wie es nur geht das Terrain hier kaufen, damit diese Irrsinnspachtzahlungen weg sind. Also ich weiß, den zweiten Claim, den wir uns dann holen, den werden wir erst kaufen, bevor wir überhaupt da was machen. Dann ein bisschen um nichts rum. Ja. Ich habe gestern nicht nach der Folge aufgehört. Erstmal einen rohen Kaffee gekocht. Und jetzt, einen Tag später, mache ich die weiteren Aufnahmen. Und es nervt mich immer noch. Es ist eigentlich kein Nerven, aber ich habe mich so auf die Anlage gefreut, dass wir die schon mal haben. Aber nein. Dann müssen wir halt so weitermachen. Der Eimer ist voll. Zum Glück haben wir die Sachen zum Reparieren hier am Claim und wir haben schon mal Diesel am Claim. Sich hier auch schwer rauszukämpfen, ist mal gar nicht einfach. Desto mehr freut mich, wenn wir es geschafft haben. Ein Eimer. Dann kommen wieder die fantastischen vier. Und den Eimer wieder hinplatzen. Das Wasser ausschalten. Beitanken. Ja, den können wir schon bald wieder ausmachen, wenn er hell geworden ist. Zwei.
die letzte. Die schöne Nummer 4. Dann kann ich das Wasser wieder einschalten. Einmal mitnehmen. So, und jetzt hoffentlich kommt der Liquid raus. Alles über 2 Unzen wäre schon gut. Fast 3, das ist schön. Dann machen wir direkt weiter. Das dürfte schon fast hell genug sein. Ich glaube, ich kann den Strom ausschalten. Ja, testen wir doch mal. Ist ein bisschen dunkel, müsste aber gehen. Diesel sparen. Der Eimer ist voll. Da sind die ersten Prozent wieder angekommen. Und der nächste. Das wäre so schön gewesen. Aber bitte wäre, wenn Fahrradkette. Ach, wir schlagen uns einfach weiter durch. Dass der Eimer voll wird. Damals. Da haben wir wieder einen und über 10% haben wir auch schon. Wie gesagt, wir dürfen nicht mehr in die Minus rutschen. Das kriegt man ja so gut wie nicht mehr gerade gebügelt. Und dieser jene welche ist auch voll. Kommen wir Stückchen für Stückchen nach vorne. Das werden wir wieder beim Mut zusprechen. Ja, gibt doch nicht. Oh, doch nicht.
schon voll. Es wird also noch ein paar Folgen dauern, bis wir hier raus sind. Nur die Randenseite der Umwelt. Der mir zeigt, wo das bessere Gold ist. Jetzt kommt doch schon schön die Sonne raus, es wird immer heller. Auch voll. Der eine ist voll. Ah, ist ein wenig nervig mit dem Ding. Ja, so ist es halt. Mann, 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 ist das heute ein Depri-Spiel. Aber solche Tage gibt's halt auch. Und der ist auch voll. Juhu, wieder einer. Aber wir haben schon wieder über 30%. Ein paar Meter Sand haben wir ja noch. Ich hoffe, dass der reicht. Dass wir den nicht wieder auffüllen müssen im Sandkasten. Und da ist schon wieder einer voll. Einen Eimer machen wir noch und dann sind wir auch am Ende angekommen für diese Aufnahme. Über 40. Aber ich bedanke mich recht herzlich für, was mache ich denn hier, fürs Zuschauen. Macht ein Abo, es ist kostenlos und aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr Bescheid, wenn neue Videos da sind. Ein Daumen nach oben wäre schön und vor allen Dingen bleibt gesund. Tschüss.